So ein bisschen was futtern noch. Ich finde, das sind so. Mir gefallen einfach diese Rollenspiele. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Andere Leute, die spielen Doom. Jetzt ist ja ein Doom rausgekommen. Ich weiß nicht, mir bringt das aber nicht viel. Damals war das noch, habe ich es noch gemacht, weil ich ja nie PC-Spieler war. Doom einfach mal auf der Konsole nachzuholen mit Doom 3 auf der Xbox. Also der ersten. Die verbesserte Version, die später rauskommt, kam für die 360, habe ich mir noch gar nicht geholt. Vielleicht finde ich die irgendwann in einem anderen Verkaufssee. So wie ich Perfect Dark Zero nachgeholt habe. Da habe ich dann 3 Euro für bezahlt, da habe ich das nachgeholt. Ich finde, unter solchen Gesichtspunkten machen manche Spiele auch wenn die nicht so bahnbrechend bewertet worden sind, machen die richtig, ja, nicht so total. Ich bin jetzt nicht total abgefeiert, aber ich habe es zumindest durchgespielt. Wenn man dann, vor allem wenn man sich das für 3 Euro geholt hat, dann ist das okay. Das ist das zerstörte Tor. Ach, jetzt, warum habe ich jetzt das angewählt? Was ein Schrott. Meine Güte, das gibt's doch gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie sowas vorkommen kann. Das passiert mir ab und zu mal und das ist ein bisschen störend. Man will irgendwas machen, man geht auf den Gegner zu, will gerade hier jeden hier machen. Und das Problem an der Sache ist dann, dass der anfängt, eine magische Falle zu machen. Das ist natürlich ein bisschen ernüchternd. Was ist da los hier? Ich gehe doch mal davon aus, dass das hier drin ist. Wo soll es denn sonst sein? Wieso komme ich an diese verdammte Truhe nicht ran? Was ist denn los hier? Was geschieht denn hier? Achso, das war jetzt hier, weil das weg ist. Ich habe mich schon gewundert, warum mein Controller vibriert hat. Das war das. Jetzt kann ich das alles machen. Vielleicht, weil ich falsch reingegangen bin hier. So. Warum macht er die Kiste nicht offen? Ich habe jetzt wirklich gedacht, die Kiste wäre das. Muss ich irgendwas auslösen erst? Oder was wird das hier? Hat er was? Schema gefunden. Ja, das war ja relativ geschmeidig hier. Ich hatte vorher schon mal Schema gesucht. Da war es ein bisschen problematischer, daran zu kommen. So, die Karte. Ich kann eigentlich auch, wenn das eh zu weit weg ist. Ich guck doch mal auf die Karte. Weltkarte. Wenn das dann zu weit weg sein sollte, werde ich jetzt nicht hier stundenlang herummarschieren. Wieso? Was geschieht denn hier? Stand da nicht bei der Questbeschreibung Greifen, Schulen, Ausrüstung, finde alle Schema der Ausrüstung. 3 von 6. Ich hab doch hier irgendwo. Genau, da hinten ist das Schild. Das, wenn. Das. Achso, mal was trinken. So ganz nebenbei. Wenn das neue Zelda die Grafik hätte, dann würde ich mir das holen. Da ich aber nicht davon ausgehe, dass Nintendo die Manpower hat, so eine Grafik zu machen, machen wir mal weiter. Was mich irritiert ist, dass der mir überhaupt gleich das nächste Ziel anzeigt. Das ist aber schon ein bisschen irritierend. Verdammte Axt. Ach, lies den Bericht. Meine Güte. Lesen ist viel zu schwer für den Lippo. Das kann er nicht.
stelle ich eigentlich Verantwortung an mich. So, dann mal die Klamotten hier. Was habe ich denn Neues gesammelt? Bestimmt alles Müll. Ah, ja, okay. Irgendwo ja, alles voll gezimmert. Also, da kann ich auch nichts machen. Verzehrbares wird auch nicht sein. Weil das dauert aber alles ganz schön lange. Ich frage mich, wie die das Spiel hätten auf der Wii U machen wollen. Wenn es auf die Wii U gekommen wäre. Irgendwo müsste doch so jetzt ein... ah ja, da. Das finde ich gut. Da ist ein Sternchen, da weiß ich, das muss ich lesen. Ach Gott, der Mehrtext geht nicht. Der Hexer, den ich eingestellt habe, ist am 12. September in Ussa eingetroffen. So, den Rest könnt ihr jetzt selber lesen. Ich lasse das mal ein bisschen. Pausieren, lesen. Meister Morio behauptet, den Hexer nie gesehen zu haben. Wie dem auch sei. Jetzt haben wir das gelesen. Hast du gut gemacht, Thomas. Was wohl bei Mokran passiert ist. Mal gucken, ob ich da ein bisschen abkürzen kann. Hm, ja, doch, das geht sogar. Ich würde das ja machen. Mal schon trinken. Die Videos hier per USB-Stick auf meinen PC transferieren. Das Problem ist aber, dass das ja absurd lange dauert. Das heißt, wenn ich 3 Videos hätte, 45 Minuten, das wird gefühlt 2 Stunden dauern, nur auf den USB-Stick das zu speichern, damit das vom USB-Stick auf dem PC dann in binnen von Minuten draufgehauen wird. Dann könnte ich gewisse Längen wegkürzen, etc. Aber ich muss ehrlich sagen, ist das jetzt einfach nur... ach, das ist nicht nur in der Nähe. Ganz ruhig. Keine Schlägerei. Dann dauert mir das einfach zu lange. Ich hab's schon mal gemacht. Was redet der da für ein Müll? Das ist übrigens, das könnt ihr ja nicht wissen, wenn ihr das Video seht. Ich musste bei der letzten Ausrüstung, waren hier Banditen. Die habe ich alle beseitigt und dann sind diese Soldaten hier, diese Ritter, sind dann zur Burg gekommen. Nein, habe ich nicht. Ich kann übrigens mal mein Schwert schärfen, dafür hatte ich einen Moment Zeit, für mich auch nicht. So. Jedenfalls habe ich das von, wie hieß der Hanse? Von diesen Hanse-Leuten die Burg befreit und dann sind die Ritter gekommen und haben die Burg eingenommen. Und jetzt fängt also so ein Quatsch zu erzählen hier wie, ja, die Burg hier, das wäre ein optimaler Ort für Banditen. Entweder der hat im Vollsuff seine Hirnzellen versoffen oder ich weiß auch nicht, woran das liegt. Nichts zu tun. Warte mal. Warum hat er mich jetzt hierher geholt? Die Arbeit setzt mir schrecklich zu. Schubidubidubidu. Ich könnte mir vorstellen, dass es da drunter irgendwo sein könnte. Vielleicht mal ein bisschen hier gewisse Maßnahmen ergreifen, damit der Witcher nicht hier als Lappen in der Ecke liegt. Das ist natürlich ein bisschen blöd hier, dass er hier... Was ich übrigens schade finde, ist, dass ich immer noch nicht rausgefunden habe, wie man Bilder kauft. Dann würde ich nämlich sehr gerne... was ist das? War das dabei? Mein Tagebuch. Hier könnt ihr wieder lesen, Leute. Ich habe die Bestätigung erhalten und so weiter und so fort. Der letzte Satz lautet, ich glaube, ich muss die alten Lederbänder des Tisches ersetzen.
So, könnt ihr pausieren. Ach, das war's schon. Der Hexer ist also durch das Portal irgendwo hin. In der Nähe. In der Nähe, in der Nähe, in der... In. Ach, das war das, was ich gemacht hatte? Weiß nicht, ob das jetzt ein Monster ist. Also dieser lila Kreis da, diese Geräusche. Das soll ja eher hier sein. Finde den Kristall zum Aktivieren des Portals. Welchen Portals? Okay. Welches Portal hat er denn jetzt gesehen? Ich bin doch blind. Ich bin der blinde Thomas. Der blinde Thomas und seine Bande. Meine Güte. Ach, die Tür ist zu. Ach, dieses Portal. Ja, aber wo soll jetzt der Kristall sein? Ja, das heißt nur, dass man da durchgehen kann.